Beim letzten Mal haben wir ja schon reingeschissen. Und es darf auch nichts mehr passieren, weil sonst. Aber machen wir das. Weil wir sonst keine Teile mehr haben. Ach du Scheiße. Was passiert denn eigentlich, wenn man nichts mehr hat? Habt ihr echt jetzt alles kaputt gemacht? Muss das sein? Ja, und ein neues Getriebe musst du auch noch haben. Ja. Ja, Mick zum Glück nicht. Kein Geld für neue Sachen. Echt belastend. Ja, wir sind trotzdem noch mit das beste Auto. Aber wir müssen aufpassen. Was ist da mit 1? Okay. Rechtzeitig. Weil ich habe keine. Ach, Motor ist auch noch. Oh, Motor ist teuer. Dass der Motor kaputt ist, das trifft uns natürlich hart. Ich bin für die Kühlung. Okay. Anscheinend doch für das andere. Naja, da wurden wir überstimmt. Ja, die besseren Ergebnisse kommen bestimmt bald. Ich weiß nicht, was da gerade nicht gelesen war, aber egal. Ja, wisst ihr was? Scouts kosten uns nur Geld. Ich kann die eigentlich feuern. Drei, fünf. Ach komm, das ist nischt. Kann ich lieber Fahrer scouten? Alonso. Frage ist ja, sieht so aus, als klappt es mal wieder nicht. Also was die Scouts hier machen? Standard? Nö, auch gut. Das ist schön. Na dann entlasse ich die mal, weil die bringen mir ja nichts. So, was wollen wir machen? Wir wollen Q3 erreichen, wir wollen Q2 erreichen. Wir wollen nicht die schnellste Runde, weil das ist zu gefährlich. Okay. Ach, das war ja die Strecke mit dem Sprintrennen. Ja. Okay. Ja, Platz hier im Training. Okay, Mick ist bei Rot auch gut. Finde ich super. Das ist echt super. So, Qualifying. Aus mit euch. Okay, ich hatte schon Angst, dass Sainz uns die Runde versaut, aber macht doch nicht. Delta on. Delta on. Okay. We'll box at the end of this lap. Okay, Ferrari ist anscheinend sehr schnell, aber passt schon. Diesmal kommen wir auch sicher weiter. Also, wo ich beim letzten Mal mit der roten Flagge so verarscht wurde, das war echt traurig. Oh, Leclerc haut da eine Runde raus, ey.
Ach du Scheiße. Ja, ohne Autoentwicklung wird das nichts. Weil die können wir ja bald anfangen. Was denn jetzt passiert? Oh, Stroll hat's getroffen. Natürlich belastend für ihn. Er wäre safe weitergekommen, wenn die rote Flagge nicht wäre. Er wurde diesmal auch verarscht, wie wir beim letzten Mal. Aber das will ich nicht mehr sehen bei uns. Sainz. Eine Hammerrunde von Hülkenberg. Oh. Doch nicht so gut. Ah, da schicke ich vorsichtshalber noch mal raus. Hm. Beide am besten. Weil die Mercedes können, glaube ich, auch noch mal eins drauflegen. Ich habe mich mal an Leclerc orientiert. War anscheinend ein Fehler, weil Gasly ist ein bisschen im Weg. Ja, Russell hatte eine gute Runde. Aber ich denke mal, wir werden vor dem Mercedes landen können. Ja, wie viel die Fahrerbewertung einfach ausmacht, ist einfach nur krass. Hätte ich das gewusst, hätte ich gleich mit Red Bull gestartet. Aber ich dachte, die Entwicklungen sind wichtig. Ah, scheiße, jetzt ist... Hülkenberg hinten oder vorne? Nee, Hülkenberg ist hinten. Gleich mal eine gute Runde zum Anfang machen. Dann hätte ich ja vorher schon Reifen losschicken müssen. Oh, das war keine gute Runde. Ja, das ist ja Weltuntergang. Leclerc ist rausgefahren. So, jetzt eine gute Runde, Hulk. Huch, jetzt bin ich gerade ans Mikrofonkabel gekommen. Checkered Flag. Okay, that's a checkered flag. Ja. Oh. Ach du Scheiße. Eine Minute. Ach du Scheiße. Das war nicht mal nischt, das war ja mal gar nischt. Das war... Uff. Also da muss es jetzt besser laufen beim Sprintrennen. Willkommen zurück. Ja. Wir können mit den Soften fahren. Neunter und Zwölfter? Hä? Beim Sprint heute absolvieren die Fahrer 17 Runden. Ach, wegen den Strafen. Jetzt ist es Zeit für den Sprint hier in Baku. Das Startsignal erlischt und los geht's. Nee, hä? Egal, ich nehm's mit. So, am besten gleich mal ein paar Plätze gut machen, Hülkenberg. Ja, Mick verliert erstmal, auch gut. Und dann sind wir schon weg von Gasly. So.
sind wir an Kurve 7. Aber oh, er kann den Kontakt nicht vermeiden. Echt jetzt? Aber ungeachtet der Schwere des Crashs ist es immer schön. Alter Jungs, ey. Wir behalten die Reifen. Jetzt wurden jetzt nur minimal ein bisschen. Mixreifen wurden nur minimal ein bisschen zerstört. Legen wir wieder los mit diesem Sprint. Das Startsignal erlischt und los geht's. Ihr sollt euch nicht gegenseitig bekämpfen, ihr sollt die anderen besiegen. Was hast du? Ach, ein geringer Frontflügelschaden. Ja. Oh, der Verstappen ist aber gut. Alter, der kann gut verteidigen. Ja, ist egal. Müsste noch irgendwer an Hamilton rankommen. Ja, der Verstappen kann immer gut kontern. Der hat besseren Fahrerskills. Aber diesmal hat Hülkenberg alles richtig gemacht. Und hat eine Lücke. Sag mal, Mick, warum bist du nur 9. Das ist enttäuschend. Hülkenberg kommt nicht an Hamilton vorbei. Oh, Verstappen sitzt uns immer noch im Nacken. Sag mal, Hülkenberg. Ja, das war doch klar, dass er... Das sind bestimmt nice Rad-an-Rad-Duelle. Wir kommen da nicht weg. Der hängt uns immer noch am Poppes. Muss mal auf, das Benzin achten, sonst könnte es schlimm werden. Aber solange Hamilton, wir uns mit Hamilton so einen schweren Kampf liefern, war es eigentlich so lassen. Bei der letzten Runde nochmal. Nee. Sainz ist erster. Warum verlieren wir denn jetzt das Rad? Komm! Zieh doch! Oh, das war aber ganz knapp. Und Stroll hat Mick noch überholt. Das ist einfach nur scheiße. Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt nichts kaputt machen. Jungs, Alter, nee. Ja, geil. Das ist nicht nett. Gefällt mir überhaupt nicht. Ja, eigentlich rot und medium. Es werden die letzten Kontrollen an den Autos vorgenommen und in Kürze geht es hier los. Ja. Los geht's mit dem großen Preis von Aserbaidschan. Die Ampel ist aus und los geht's. Huch. Pushen, 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 pushen und pushen. Crash. Leute. Da ist Nico Hülkenberg. Mit nicht viel Raum zum Bewegen. Sag mal, also jetzt ehrlich mal. Es reicht. Das ist nicht mal lustig so.
Also, jetzt mal ehrlich. Es ist einfach nur nein. Auch wenn da auch ein bisschen Troll schüttweise, ist mir scheißegal. Du trägst da immer noch eine Teilschuld. Ja, mal guten Abstand zu Streu. Warum ist ein Mercedes auf einmal so krass? Warum war das bei uns nicht so, obwohl ich dauerhaft entwickelt habe? Ich verstehe es einfach nicht. Ey, will irgendwer von meinen Fahrern ist und verwirrt gut war Magnussen. Ich schaue mir das gerade an. Möglicherweise ist Ocon ein Teil davon. Ocon? Ach ja, ist eh hinter uns. Hinter uns interessiert mich nicht. Es gab einen Unfall. Norris. Passiert. Warum leckt denn das Spiel jetzt? Oh, Peter Voice weg, warum leckt denn das Spiel auf einmal so? Warum sind die Mercedes so krass? Das gibt's doch nicht. Ey, jetzt bekämpfen wir uns mit Schumacher. Müssen wir mal ein bisschen wegfahren. Weil ich genau weiß, was passiert, wenn solche zwei Teamkollegen zu nahe kommen. Dann gibt es nämlich immer einen Unfall. Auch wenn wir jetzt früher dann zum Stop müssen. Können wir vielleicht die Mercedes unter Druck setzen. Aber das mit dem Frontflügel ist schon bitter. Ja, wir müssen auch langsamer. Komm noch. Ja, wir müssen jetzt sagen, nächste Runde. Und Mick kann auch mal Gas geben. Auch hinter Gasly, nein. Bist du wenigstens vor ihm geblieben? Ja, doch, in der nächsten Runde kannst du dann auch. Aber du musst auch mal überholen. Was wehrt er sich denn die ganze Zeit? Also echt mal. Das ist echt komisch hier. Waren irgendwie nicht so wie in echt. Ah, Hülkenberg nicht mal pushen. Ja, jetzt sind wir hinter Stroll zurückgefallen. Obwohl der eine 5-Sekunden-Strafe hatte. Aber vor Russell. Bis jetzt Druck machen, damit es auch so bleibt. Und Mick hat eh gute Reifen jetzt. Ja, der Mercedes ist einfach zu stark für uns. Warum auch immer. Guck mir nachher die Statistiken an.
Also es geht doch nicht so. Also, versteh's nicht. Es ist unglaubwürdig. Das Troll klebt uns auch gleich am Poppes wieder. Ey, ich meine, was ist das, Alter? Es ist nicht lustig. Ja, toll. Ist mir egal. Jetzt halt den Troll fern. Der kommt immer näher. Rossel hat rote Reifen. Naja. Und Troll? Auch rot. Das heißt... Virtual. Das hilft uns. Warte mal, Safety Car oder Virtual Safety Car? Ein richtiges. Wir beide nochmal rein. Dass er jetzt nicht laufen können. Du meine Güte, ein Unfall. Du mein... Oh mein Gott! Ja, ist hinter uns, egal. Die Frage ist, wird sich... Oh ja, die holen sich alle neue Reifen. Oh, das war ein schöner geschenkter Stop. Oh, Verstappen ist nicht reingegangen, genauso wenig wie Russell. Leclerc hat's auch verkackt. Naja, dann können wir dann, wenn es wieder losgeht, ordentlich Druck machen. Endlich ist der Formel 1 Gott mal mit uns. Na, dass der Ju dabei ist, ist schlecht. Dann wird er dann eh irgendwann vorgelassen. I don't see my tips. Ja, ist ja kalt. Your tires are cold. Oh, das wird nochmal schön. Da kann nochmal schön gepusht werden bald. So, safety car is in this lap. Okay, von Platz 7 direkt auf. Kein überholt, auch gut. Oh, Sainz! Oh, das ist scheiße für uns eigentlich. Er hat die besseren Reifen als Leclerc und dann... Ja, Mist. Dachte ich, da hätten wir Glück, aber dann... Verstappen hat alles richtig gemacht. Mach jetzt weg! Mach aus jetzt! Oh, da sind wir Vierter. Ist es das? Es ist das Podium für Hülkenberg. Er ist so knapp hinter Hamilton. Scheiße. Ist nicht gut. Da muss er jetzt Gas geben. Das muss ich mir angucken. Das ist dein 185. Rennen. Ah nein, hier kommt schon das Ziel. Och nein, ich dachte, es geht noch eine Runde. Naja, Vierter, Fünfter ist in Ordnung. Knapp neben das Podium gesprungen. Und auch nur dank... Ja, Sainz... Crash. Abflug. Ja, Mick hat einen super Rennen gemacht. Hülkenberg hat ordentlich Punkte gesammelt. Es hilft uns in der Fahrer-WM. Mercedes hat uns leider überholt. Okay, wir haben 3,9 Millionen plus gemacht.
Wir sind wieder im grünen Bereich. Ja. Jetzt wird's kritisch. Aber es... Wir können ja jetzt... wieder entwickeln. So, ich habe nur noch... ein Chassis. Warum dauert denn das zweite so lange? Brauche vier neue Frontflügel. Ich brauche keinen Heckflügel. Kein Seitenunterboden auch nicht. Die neue Aufhängung. Die nehme ich hier mal. Und dann nochmal ein Chassis. Zwei Stück. Ach Leute, ich bin so froh. Wir können endlich forschen. Frontflügel. Mit ganz viel Extras. So, wann wird denn der fertig? Ich mache da drei Ingenieure. Das heißt 38 Tage. Das heißt für Spielberg. Hohe Geschwindigkeit. Frage ist, nochmal gucken. Aha, die anderen haben sich jetzt ordentlich weiterentwickelt. Ich würde einfach mal sagen, wir machen das für hohe Geschwindigkeiten. Neues Chassis. Ja. Das soll auch schneller. Das dauert 3 Tage. Nicht 3 Tage, das dauert 26 Tage. Dauert lange zu produzieren, aber trotzdem denke ich mal, Montreal sollte es ja sein. Wollen wir einen schnellen Red Bull haben? Oder einen guten, der kurven kann. Oder einen ausgeglichenen. Ah, damit fange ich eigentlich gar nicht erst an. Die Verbesserung ist halt schon wenig. Bin ja eher so der Typ, der Höchstgeschwindigkeit mag. Ah, nicht Motorkühlung. Aber das hilft uns schon so ein bisschen. Ja. Habe ich es jetzt doch leichter gemacht? Nö. Okay. Und ein neuer Heckflügel. Für 39 Tage. Für Spielberg. Spielberg, neuer Heckflügel. Ja, beim DRS-Data sind wir halt unerreichbar vorne. Oh ja, Alter, das ist geil hier. Oh ja. Yeah. Aber ein Ziel ist halt schon teuer. Und neue Seitenkastellis. 32 Tage. Machen wir auch Spielberg. Seitenkästen für Spielberg. Für Spiel. Spiel, Spiel, Spiel. Ja, so kann man es machen. Ja, und dann hat man heute ein interessantes Rennen. Ja, verlorenes Vertrauen, bla bla bla. Haare ein bisschen verbessert, kein Vertrauen. Och. Wir sind nicht mehr verschuldet. Also ich will auf jeden Fall meine Fabrik verbessern. 11 Millionen, daraus spare ich. Besserer Rennsimulator. Oh. Hm.
Nee, ich spare mir das Geld. In der nächsten Folge geht es in den Vereinigten Staaten in Miami weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.